Moin, ich möchte euch hier einen Film bzw. eine Audioaufnahme vorspielen, die 1996 aufgezeichnet worden ist. Im Titel steht, dass ein ehemaliger Mitarbeiter aus dem Geheimdienst auspackt. Ich kann das natürlich nicht verifizieren, ob das wirklich ein Mitarbeiter aus dem Geheimdienst ist. Und ich persönlich bin auch immer recht misstrauisch, wenn ich solche Titel lese. Dass diese Aufnahme höchstwahrscheinlich wirklich so alt ist, erkennt man an der Filmqualität bzw. an der niedrigen Filmqualität. Das kommt schon so hin. Hört euch die Aufnahme an und ich blende einige Videos und Bilder dazu ein, die ich dafür passend finde. Viele Menschen glauben, die neue Weltordnung ist der Zustand der Weltpolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus. Stimmt das? Nein. Die neue Weltordnung ist der Versuch einer Gruppe Internationalisten, eine selbsternannte Elite, die ganze Welt zu kontrollieren durch eine von denen aufgebaute Weltregierung. Sie wird diktatorisch sein, nicht demokratisch gewählt. Und da sie nicht gewählt werden, brauchen sie auch keine Rücksicht auf uns zu nehmen. Ein sogenannter Polizeistaat. Sie brauchen auch eine Weltarmee, eine Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltkultur. Privatbesitz wird nicht mehr toleriert. Und jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer und diese Daten werden auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Eine Weltarmee, haben Sie gesagt. Wenn die ganze Welt vereint ist, wozu brauchen wir dann eine Armee? Wir brauchen keine Armee. Die Elite braucht eine Weltarmee. Wenn die Völker, wenn die Menschen bewusst werden, was die Elite mit uns vorhat, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Und sie werden wahrscheinlich in Deutschland schwarzafrikanische Soldaten bekommen, wir in Australien wahrscheinlich türkische Soldaten und so weiter, so wie die Blauhelme heute. Dann haben Sie eine Weltwährung gesagt. Welche Weltwährung bekommen wir denn? Yen, Dollar, Euro? Nein, die Welt wird bargeldlos. Wir werden alle mit Smartcards arbeiten und jeder Pfennig, den Sie dann ausgeben, wird registriert. Eine Weltreligion. Es gibt nur den einen Gott. Manche Menschen werden meinen, eine Weltreligion wäre ganz vernünftig. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Die sind auch nicht christlich noch islamisch. Sie stellen Satan und Gott gleich. Eine Kultur. Was ist denn aus der multikulturellen Gesellschaftsidee geworden? Ja, wenn die Grenzen und die Nationen verschwinden, verschwinden auch dann die Kulturen. Der Sinn der multikulturellen Gesellschaft ist sowieso eine Monokultur. Eine Mischgesellschaft, wo die Menschen das Zugehörigkeitsgefühl für ihre Nation verlieren. Und damit sind sie auch leichter zu kontrollieren. Wie wird Privatbesitz weggenommen? Privatbesitz wird wahrscheinlich nicht weggenommen, es wird nicht mehr toleriert, sondern es wird durch extrem hohe Gebühren sowie Wasser und Müll und hohe Steuern unmöglich gemacht werden, es zu halten. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und die Daten auf einem Zentralcomputer gespeichert. Können Sie mehr darüber erzählen? Ja, jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer mit 18 Zahlen und diese Daten werden dann auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Allerdings die Technologie für die Implantation von Mikrochips unter der Haut besteht schon. Und die ersten Versuchsmenschen, 6000 Menschen in Schweden und Großbritannien, tragen schon bereits diese Mikrochips unter der Haut. Wenn das alles tatsächlich eintritt, werden wir dann endlich Weltfrieden haben? Nein. Wie ich sagte, wenn die Menschen bewusst werden, was mit uns gemacht wird,
dass wir als Sklaven gehalten werden sollten, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Eine Weltregierung bedeutet keine Weltfrieden. Am 25. September 1991 unterschrieb der Generalgouverneur von Australien, Mr. Bill Hayden, ganz heimlich neue internationale Gesetze für politische und Zivilrechte. Ich wiederhole, internationale Gesetze. Diese Gesetze, kurz die ICCPR-Gesetze genannt, setzten sofort unser 200 Jahre altes bürgerliches Gesetzbuch außer Kraft. Obwohl die neuen Gesetze schon längst rechtskräftig geworden sind, werden sie noch nicht angewendet. Der Bevölkerung hier ist es deswegen immer noch nicht bewusst, wie leicht es inzwischen ist, kriminell zu werden. Zum Beispiel, ganz heimlich, haben wir folgende Rechte verloren. Das Recht auf Privatbesitz. Weg. Die Versammlungsfreiheit. Weg. Die Redefreiheit. Weggenommen. Die Polizei darf jetzt unangemeldet und ohne gerichtlichen Durchsuchungsbefehl unsere Häuser und Wohnungen durchsuchen. Als der Mann die verschiedenen Soldaten benannt hat, fiel mir auch ein, warum das die perfekte Lösung wäre. Denn wenn ein Soldat in ein für ihn fremdes Land kommt, hat er auch nicht so eine Bindung zu den Einwohnern. Weil die deutschen Soldaten haben natürlich gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung noch eine etwas höhere Hemmschwelle. Der Mann weiß natürlich nicht, dass bald der Antichrist sich offenbaren wird, nach der Entrückung der Gemeinde. Das wird alles auf den Kopf stellen. Erstens, dieser Plan wurde jahrzehntelang vorbereitet. Es ist nicht so gewesen, dass erst letztes Jahr in Davos die Mächtigen beschlossen haben, die Weltherrschaft zu übernehmen. Wie Warren Buffett ganz richtig gesagt hat, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen. Das hier ist das kommende antichristliche Weltreich, welches die Bibel vorhergesagt hat. Ich habe da keinerlei Zweifel mehr. Und dass wir schon so nah sind, dass das Bargeld abgeschafft wird, zeigt mir auch, dass wir hier nicht mehr sehr viel Zeit auf der Erde haben. Die Kinder Gottes werden rechtzeitig von der Erde genommen werden. Daran glaube ich und daran halte ich auch fest. Der Heilige Geist muss von der Erde genommen werden, damit der Antichrist sich offenbaren kann. Und wenn der Heilige Geist von der Erde genommen wird, dann müssen auch die Kinder Gottes mit in den Himmel genommen werden, denn wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein göttliches Siegel, welches niemand brechen kann. Aber diejenigen, die hier noch auf der Erde nach der Entrückung sind, die haben keine Möglichkeit, sich dem Kommenden zu entziehen. Und ich weiß, dass es Überlegungen gibt, eine eigene Logistik zu erstellen und Bauernhöfe zu kaufen und dort Essen anzupflanzen und sozusagen eine kleine Kommune zu gründen, wo man sich gegenseitig hilft. Da lasst euch gesagt sein, das wird nicht geschehen. Es werden eines Tages einfach Soldaten kommen oder Polizisten und sie werden diejenigen mitnehmen und der Hof wird enteignet. Er wird den Menschen weggenommen werden. Ich habe das nämlich erstmal überprüfen wollen, was der Mann gesagt hat. Ich nehme ja nicht alles für bare Münze. Und Tatsache ist, es existieren tatsächlich diese ICCPR-Gesetze. Das ist nämlich ein internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Oder auch Kurzfassung UN-Zivilpakt. Und ich sehe das als Führung des Heiligen Geistes, dass ich da auch auf eine Internetseite gestoßen bin, die diese Gesetze oder gerade dieses Thema Enteignung erklärt. Und es erklärt ganz eindeutig, dass wir im Grunde schon enteignet sind. Wir wissen das bloß nicht. Es gibt nämlich keine Garantien zum Eigentum. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschreibt den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der Artikel 17 begnügt sich daher mit der Institutsgarantie und dem Schutz vor willkürlichem Entzug des Eigentums. Artikel 17 verbietet damit weder eine Enteignung noch eine Vergesellschaftung,
sondern verlangt hierfür nur eine willkürfreie gesetzliche Grundlage. In Kurzform: Es muss bloß ein Gesetz verfasst werden und abgesegnet werden, das die Bürger enteignet. Und dann sind wir enteignet. Und genau über diese Enteignung spricht auch der Plan aus Kanada. Wir erleben jetzt mit der kommenden Inflation die Verteuerung aller Dinge. Es ist bereits bei den Lebensmitteln angekommen. Und ich kann jedem nur raten, dringend wirklich raten, legt euch eine Menge an Nahrungsmitteln zu. Ganz einfache Sachen. Man muss jetzt auch kein Notstromaggregat sich anschaffen, außer man hat das Geld auch dazu. Kerzen kann ich empfehlen. Denn sollte es einen Stromausfall geben, die Anzeichen mehren sich und ich erkläre auch warum. Ich glaube, dass es bald einen Stromausfall geben wird. Wenn es einen Stromausfall in Europa gibt oder sogar weltweit, dann können die Leute sich nicht mehr vernetzen. Nämlich gerade das ist ein großes Problem. Es vernetzen sich immer mehr Menschen. Und im letzten Jahr habe ich auch die Nachricht gelesen, dass Behörden sich Notstromaggregate angeschafft haben, beziehungsweise sie wurden ihnen gestellt. Das ist für mich einfach auch ein Indiz. Aber Klaus Schwab hat ja auch schon vor einem Cyberattack gewarnt. Und es ist ja leider so, dass die Satanisten immer das ankündigen, bevor sie es tun. Und deswegen kann ich bloß jedem raten, sich genügend Lebensmittel für mindestens einen Monat anzuschaffen. Lebensmittel, die lange haltbar sind. Kerzen für eine, ja, rudimentäre Beleuchtung abends. Aber ich will damit jetzt auch keine Panik schüren. Es kommt, wie es kommt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, weißt du sowieso, dass der Herr dich durch allem, wirklich durch allem, was dir noch widerfahren wird, hindurchtragen wird. Er lässt uns nicht allein. Und das ist mir wirklich ein großer Trost in dieser Zeit. Wenn du kein Kind Gottes bist, kann ich dir wirklich bloß dazu raten, dir eine Bibel anzuschaffen, zum Beispiel die Schlachter 2000. Ich weiß, es ist ein komischer Name, aber diese Bibel ist sehr nah am Urtext. Und dann empfehle ich dir, das Johannesevangelium zu lesen. Die Bibel ist ja in zwei Teile unterteilt. Einmal das Alte Testament, welches sehr viel mehr Platz einnimmt als das Neue Testament. Wir leben jetzt in der Zeit des Neuen Testamentes. Und deswegen ist das Alte Testament auch für Menschen, die keine Kinder Gottes sind, sehr schwer und umständlich zu lesen. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe mir damals eine Bibel angeschafft und habe auf Seite 1 begonnen. Und ich glaube, ich habe nicht mal die erste Seite zu Ende gelesen. Deswegen fang beim Neuen Testament an. Da wird dir aufgezeigt, wer Jesus ist und warum nur Jesus Christus dich retten kann. Alle Religionen, wirklich alle Religionen, führen in die Hölle, denn sie beruhen auf Werke. Und die katholische Kirche ist die Hure Babylon, die in der Bibel auch beschrieben wird. Und sie wird ein extra Gericht erfahren für die Gräueltaten, die diese Kirche seit Beginn ihrer Existenz verübt hat. Und ich will hier keinen Katholiken irgendwie zu nahe treten oder zu kritisieren. Es gibt Kinder Gottes dort in dieser Kirche. Sie haben es nicht erkannt, was diese Kirche lehrt. Ich kann euch bloß empfehlen, selbst zu prüfen. Die katholische Kirche verflucht jeden, der behauptet, man kann Heilsgewissheit haben. Das bedeutet, diese Kirche lehrt, dass man keine Heilsgewissheit haben kann. Und das steht im Widerspruch zum Wort Gottes. Und alleine Jesus Christus ist mein Herr. Ihm folge ich nach. Die Gnadenzeit läuft ab. Die Kinder Gottes werden eines Tages in den Himmel genommen werden. Und leider werden viele, viele Menschen, die jetzt in eine Kirche gehen oder in eine Gemeinde, hier bleiben, weil sie die Errettung nicht für sich angenommen haben. Der Herr kennt die Seinen. Und der Geist Gottes zeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist die Bestätigung auch. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bleibst du auch ein Kind Gottes. Denn so, wie es im Römer Kapitel 8, Vers 37 bis 39 steht, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.